Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, zunehmend gewinnen wir den Eindruck, und vielleicht beobachten wir das sogar bei uns selber, dass die Bestürzung und Ratlosigkeit der Jünger in den Osterbegegnungen mit dem Auferstandenen einer Gleichgültigkeit bei den Jüngern heute gewichen ist. Wir haben das irgendwie sehr gründlich in uns aufgenommen, was das für merkwürdige Geschichten sind. Und diese Saat, die uns seit Jahrzehnten eingesät wurde, dass wir das alles quasi symbolisch zu verstehen hätten, ist aufgegangen. Deshalb verdunstet der Osterglauben komplett. Man kann das, ich habe das schon erwähnt die letzten Tage, in aktuellen Umfragen beobachten. Das Merkwürdige aber ist, dass wir immer wieder in der Geschichte des Christentums einzelnen Menschen begegnen, die sozusagen eine direkte Übersetzung von Ostern sind. Es ist merkwürdig, dass die Jünger so erstaunt sind. Sie kennen dieses Licht des Auferstandenen, das ihnen entgegenkommt. Zumindest drei von ihnen haben es auf dem Tabor gesehen, bei der Verklärung Christi, bei seiner Verwandlung in jenes Osterlicht, das nur von Gott kommen kann. Aber Jesus muss sie fragen, warum seid ihr so bestürzt? Warum habt ihr solche Zweifel? Aber selbst als sich dann Freude einstellt, glauben können sie es immer noch nicht. Ein Beispiel eines solchen Menschen, der Name ist auch in den letzten Wochen schon einmal gefallen, ist Serafim von Saro, ein großer Heiliger Russlands. Von dem wird Folgendes berichtet. Der russische Gutsbesitzer Nikolai Motovilov hat diesen Bericht verfasst. Er befand sich in einem Gespräch mit Serafim, als dieser ihn plötzlich fragt: Warum siehst du mich nicht an? Der Gutsbesitzer antwortete: Ich kann euch nicht ansehen, Vater, denn euer Antlitz ist heller als die Sonne geworden und meine Augen sind davon geblendet. Darauf fragte Serafim: Was fühlst du jetzt? Und der Gutsbesitzer sagte: Ich fühle eine Stille und einen Frieden in meiner Seele, die ich mit keinem Wort ausdrücken kann. Der Berichterstatter schrieb weiter: Ich sah ihn also an und wurde von ungeheurem Schrecken gepackt. Stellen Sie sich vor, in der Sonnenscheibe, im lichthellsten Glanz ihrer mittäglichen Strahlen, das Gesicht eines Menschen, der zu Ihnen spricht. Sie sehen die Bewegung seiner Lippen, den Ausdruck seiner Augen, Sie hören seine Stimme, fühlen seinen Arm auf Ihrer Schulter, aber Sie sehen weder Arm noch Gesicht, sondern nur blendende Helle, die sich weithin ausdehnt. Diesem großen Heiligen ist das zuteil geworden. Das, was Jesus tut, was Lukas uns geradezu in drastischer Deutlichkeit beschreibt: Seht meine Hände und Füße. Wer sich ganz in die Spur dieses Christus begibt, auch in die Spur seines Kreuzes, wird zu einem österlichen Menschen. Und natürlich ist es nur wenigen geschenkt, so zu leuchten wie Serafim von Saro, wird er nicht umsonst als einer der ganz Großen verehrt. Aber das ist auch Ostern. Das ist eine Begebenheit aus der Neuzeit. Und jeder, der uns berichten will oder einreden will, Ostern sei nicht konkret, Ostern sei irgendwie im übertragenen Sinn etwas Verständliches, der hat mit dem Neuen Testament nichts mehr zu tun. Gerade Lukas macht uns das überdeutlich, indem der Auferstandene hier sogar mit den Jüngern direkt ist. Ostern, liebe Schwestern und Brüder, ist wirklich. Wer es auch heute erfahren will, sollte sich wie damals nicht nur an die Botschaft der Schrift, die dem Auferstandenen selber wichtig ist und deren Verstehen er uns lernt bis heute, sondern auch immer an die großen Heiligen halten.